Okay, das war der. Die anderen haben ihre Sachen runtergenommen. Ihr Bin ich könnt. dran? Ja, warte kurz, ich ziehe die Nee, anderen der auch. Da Barbar sind ist noch noch vor dir Wölfe. dran. Da sind Ach noch so, Wölfe. stimmt. 1, 2, 3. Die tauchen noch auf. Korasmold zielt jetzt. Und zwar auf Cordovan. Cordovan Rohan. Den halten sie wohl vielleicht ein bisschen für Rafim oder so. So oder so für Ja, also der gefährlich, Mann muss auf right? jeden Fall werfen, bevor ich was machen kann. Also wirf. Nee, Aber er wirft in den Nahkampf. Korasmold zielt nur. So, Ach 11 so. ist fertig. Serpentilio hatte gezaubert. Cordoban, 15, jetzt darfst du. Meine Frage ist, kann ich mich tatsächlich regeltechnisch hier hinstellen, dass beide in meiner Seite stehen? Ich weiß nicht, Klar, ob das möglich ist. doch, darfst du. Und du kannst Ich meine, dich wenn hier einer vor dir hinstellen. steht, einer hinter dir steht. Also ich stehe halt so. Dann stehe ich danach so. Ja, Also das ich gehe ist. halt nicht von denen weg, sondern die stehen beide noch an mir dran. Ja, Ich okay, stehe aber halt. dann machen die halt einen freien Schritt und stehen wieder hinter dir. Ja, aber dann hat er die Ja. nicht mehr im Rücken. Das ist schon okay, lass ich zu. Passt schon. Einer Außerdem, hier, der einer Mann da. überlebt sowieso noch diese Runde, dann ist er Toast. Ich greife zweimal an. Weil der Mann ist tot. Ich mach mal. Kann der Mann finden? Kann man Der mit einer Mann kann Barbaren, finden. kann man mit einer Barbaren-Streitaxt überhaupt finden Das da? geht, Hast du sie, glaube warte, ich. führst du sie über Hiebwaffen oder Zweihandhiebwaffen? Ich führe Zwei sie Hand. über zwei Dann darfst du Antiquaffen. weder finden noch umwandeln. Einfach Wuchtschlag oder Hammerschlag. Das hat mir meinen Charakter gekillt, weil irgend so ein Sack von der Seite reinrief. Warte mal, ich glaube, mit zwei Antiquaffen darf man nicht umwandeln. Mach Hammerschlag. Natürlich, du darfst nicht umwandeln. Okay, ich würfe jetzt einfach einen Hammerschlag und wir gucken, was da überbleibt. Aber dann mit vierer Finte. Das ist Also. gelungen. Ja, jetzt ist die Frage, ob der Mann das pariert. Auf die 15. Kannst du eine Barbaren-Streitaxt? Ja, ohne Erschwernis. 6. Dann leitet er deinen Hammerschlag ab. Und du hast ein Problem. Ja. Abwarten. Du hast auch eine Aktion, oder? Nee, hast du nicht. Doch. Nee, hat er nicht. Hast du nicht. Gut, dann ist Obwohl, Cordovan. die müssten mich halt jetzt eigentlich noch. Also zumindest der eine müsste mich noch schlagen können. Ja, Nee, er darf der nicht war. umwandeln, außer er hat Kampfgespür. Nee. Der Ja, war aber er sieht ja, was 17. passiert. Voltax. Ich. Genau, erste Aktion, ich blitz den, der bei mir ist. Ja. Das ist gelungen. Der ist effektiv auf 0. Der ist auf 3. Die Ist Jungs haben passt 22 schon. MI. Hassan zieht dann vor und bringt ihn um. Ja, alles klar. Zweite Aktion. Ich löse den letzten Zauber aus meinem Stab aus. Das ist nochmal ein Paralys. Ja, wir wissen es ja. Den nutze ich aber nicht für mich. Auch wenn er die entsprechende MR natürlich knacken könnte. Der war eigentlich für mich gedacht. Aber ich sehe da meinen mir anvertrauten als Chochsuli Barbaren, der gerade in arge Bedrängnis gerät. Den würde ich ganz gerne versteinern. Denn ich weiß ja, dann kann ihm nichts mehr passieren. Oh, das ist so unwürdig, ihn aus dem Kampf zu nehmen. MR so wie 3 oder so? Ja, die haben eine ganz beschissene MEA. Easy. Ohne Probleme. Warte mal, gibt es einen Zustand versteinert? Verschiedenes AFK-Schild ist Immobil. das passende. Dann kann Ja. Rafim jetzt die 4 Dukatengardisten übernehmen. Sorry, aber ich wollte ihn nicht sterben lassen. Was haben die Ich Jungs mag für die eine Ini? Trollzacke. Setz ihn einfach auf die von 15. Nee, setz ihn auf die 18. Dann Okay. gebe ich dir mal hier die von Dragan. Achso, genau, da hast du selber einen Token reingezogen. Boltax, Rondrigan Paligan ist dran. Der zieht. Schnellziehend einen Rapier, macht Aktion Position und sticht dann auf diesen Wolf, denn der hatte sich schon einmal, der hatte einmal angegriffen, einmal verteidigt und sticht ihm dann in die Seite mit einem gezielten Stich. Das ist gelungen. Das ist die 6, das sind zwei Wunden. Zustand. Aber er bleibt trotz der zwei Runden stehen. Gut, dann nach Rundrigan Paligan auf der 18 sind die Dukatengardisten 4 Stück. Ja, ich nehme an, die Jungs kämpfen mit Hellebarden, wie es sich gehört. Schwerter, wie du willst. Sklaventod. Dukatengarde hat Sklaventod. Auf die Dann 20. nehmen wir Sklaventod ist Sklaventod. eine Behindi-Waffe. Großer Sklaventod, wenn überhaupt. Der hat Style. Auf die 20, 1w6 plus 7. 1w6 plus 7. Ich nehme an, die Jungs kommen mit ihren Waffen zumindest an den Mann ran, richtig? Treffen Ja. zwar auch nur seine Beine, aber. Doch, passt.
die beiden werden weiter vorrücken. Die wissen aber, was unser Plan war, richtig? Ja, ja, die sind eingeweiht. Ja, hier wird irgendwo ein Hinterhalt lauern und die brauchen da vorne Hilfe. Deswegen haben die sind ja auch durch den Ruf von Abelmir sind die auch direkt gekommen. Okay, dann greife ich jetzt einfach zweimal an. 13 wird reichen. 15 wird... Doch, die treffen auf die 20. Naja, ja, die haben ja eine 4 als Schwernis, aber ja, das reicht sogar gerade so. Sind einmal 9 und einmal 12. Ah, nice. Kannst du mir so eine Karten freigeben? Nee, das freigeben? Ist ein NPC. Kann ich dir leider nicht freigeben. Achso, alles gut. Einmal 9 und einmal 12. Größe, Zustand, Wunde. Dann Bewegung hast du abgeschlossen. Du Kartengarde ist fertig. 21 Abelmir. Ja, ich würde in S-Aktion die Balestrina aus dem Halfter ziehen. Zweite Aktion ein Umbra Porter mit verkürzt Zauber der Reichweite, also plus 5. Mhm. Glaub man nicht, du kannst wird hinter ihm natürlich, hinter diesem Marskaner Korasmold. Wie auch immer er heißt, Umbra Portieren sozusagen. Da ist Schatten, ja. Dann würfel dein Zauber. Sekunde. Das ist mir gelungen. Dann stehst du hinter ihm. Hast du noch eine Aktion? Ja, oder nicht? Nee, hast du nicht. Das kann schnell ziehen. Nein. Oh. So, dann sind die Wölfe, die habe ich eben einmal gezogen. Die machen auch Sturmangriffe gegen Rondrigan Baligan. Der hat nächste Runde ein großes Problem, wenn die da jetzt nicht hilft. Und Cordovan ist versteinert, der hat kein Problem. Zulamin, 32. Weil es cool ist. Raufenangriff, dass er runterfällt. Also quasi ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm, plus 4. Okay, gucken wir mal. Das sieht gelungen aus. Dann fischst du ihm die Beine weg, greifst unter die Kniekehle, ziehst ihn an dir heran. Er setzt sich auf seinen Arsch und fällt dann weitergezogen an dir vorbei auf so einen kleinen Sack. Ich gebe ihm trotzdem mal 2W6 minus 2. Sagenhafte 2 Trefferpunkte, die er bekommt, plus seinen Raufenschaden. Und das heißt, er hat einen kleinen Dolch noch als Seitenwaffe. Die Windenarmbrust verliert er, die ist aber sowieso schon... Hat er die geschossen? Nee, er kam nicht dazu. Er kam nicht dazu. Richtig. Ne? Stimmt. Da liegt gleich so eine geladene Windenarmbrust. Na, die fällt jetzt mit ihm runter. Und geht los. Ricochet. Also liegt die jetzt nach oben oder ist die mit ihm runtergefallen? Die liegt oben. Die Windenarmbrust ist geladen hier oben. So, dann hättest du noch eine Aktion. Mhm. Der ist noch gefährlich, oder? Der hat ja nicht wirklich Schaden gekriegt. Der hat 2 Trefferpunkte bekommen. Der wird jetzt sein Dolch ziehen und dich dann angreifen oder so. Mhm. Der hat offensichtlich noch nicht genug, also mache ich einen Angriff auf ihn. Denkt man, dass es um 3 erleichtert ist, weil er am Boden liegt. Genau, liegt am Boden. Und er hat noch kaum Lebenspunkte verloren, oder? Bisher nicht mehr lange. 2 und 9, bin ich der Meinung. Okay, der hält das aus. 9 ist jetzt nicht nichts. Ja, der Mann trägt Rüstung. Er hat vermutlich da die 2 hat er voll gekriegt und von den 9 hat er vielleicht noch 4 gekriegt. Mhm. Ich mach mal einen 4er Wuchtschlag und also ich möchte ihn nicht umbringen, aber ich möchte auch, dass er nicht mehr weiterkämpft. Mhm. 10. Also da war jetzt keine Erleichterung oder so drin. 3 für auf dem Boden. Ja, brauche ich nicht. Schaden. 1, 8, 12. 12, ja, das ist wieder eine Wunde. Zustand. Die erste. Und dann nächste Kampfrunde. Selbstbeherrschung, richtig. Ach komm schon. Wir haben krasse Werte, aber ja, wie gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn er außer Gefecht wäre. Nee. So, nächste Kampfrunde. 11 Serpentilio. Ich zaubere. Ich habe keinen Fortifex mehr im Stab, aber hey, es hat beim ersten Mal funktioniert, es wird auch beim zweiten Mal funktionieren. Ich muss ihn 3-mal verkürzen. Weiß jemand, was die Erschwernis zu verkürzen ist? 5, nicht wahr? Du kannst über die Getrappel hören und 3 weitere Füchse von Perikum stürmen aus dem oberen Stockwerk
mit gespannten Armbrüsten aufs Dach. Okay, da wollte ich nicht hin, aber jetzt kriegen die den. So, egal. Ich bin mir selbst immer am nächsten. Ich muss noch dran verkürzen für 15, deshalb bitte ich auf 8 runter und wir würfeln einfach mal. Ich wünsche, das Interface von diesem blöden Ding hier wäre besser. Frag mich nicht wie. Nur besser. F. Fortifex Arcane Wand. Warte, auf wie viel habe ich ihn? Während du würfelst, 15, Cordovan Rochan ist eingefroren. Ja. 17. Und sehr unglücklich, wie ich annehme. Aber wahrscheinlich werden die doch wieder vor ihn ziehen und ihn zumindest einmal hauen, bis sie merken, oh, wir machen ja nichts. Oder? Stimmt, das haben Weil die noch wissen, nicht. Das haben die noch genau. nicht gemacht. Niemand weiß ja, dass er eingefroren ist, außer mir ja. bisher. Dann kann ich die schon mal vorziehen, die schlagen auf Cordovan Rochan. Die haben ihre Dolchseitenwaffen gezogen. Auf und dahin. So, du hast es gefunden, Fortifex. Noch geschafft. Das ist kurioserweise nicht gelungen, weil da Konsti und KK drin sind. Jetzt ist die Wo Frage. Wolltest du die denn hinsetzen? Hier hin? Ich wollte den da hinsetzen, aber ihr geht ja nicht durch. So, bip. Doesn't matter. Kriegst du also die mit Chip dann durchkriegen? Oder nicht? Ich hab keinen Chip mehr. Also jemand anders möchte mir einen abgeben, weil die Technik gesehen auf uns alle schießen. Ja, Boltax darf es dann abgeben. Ja, ich hab meinen Boltax. Schon benutzt. Okay. Du kannst den Dukaten gar diesen Chip haben, den ich habe, weil Rafim ist ja nicht. Stimmt, Rafim hat einen Chip. Okay. Genau. Hast du den noch? Genau. Ja, hast du. Chip mir die 15. Das ist ja, damit gelungen. Für meine Jungs mache ich das doch immer. Es ist damit gelungen. Sonst hättet ihr gerade ein riesiges Problem. Also du bist Boltax, hätte dann zwei Armbrüste in seinem Kopf. Möchte nur erwähnt haben, ich habe nicht mit denen gerechnet. Ich auch nicht. Ich tatsächlich schon. Ich wusste, dass da was kommt. Ich hatte auch schon eine Idee in der Hinterhand. Die Boltax, benutze ich jetzt, 17. um Paligan zu retten. Dunkelheit werde ich wirken. Ich muss nur gerade den Zauber einmal raussuchen. Jetzt bringst du euch alle um. Nein. Ich setze okay. in Dunkel... Bevor Boltax mit seiner Dunkelheit durchkommt, ziehen die beiden vor und machen Sturmangriff auf den, damit die den wenigstens noch treffen. Weil sonst kannst du das vergessen. Ja, dann mach Sturmangriff. 9, 10, gelungen, weil die beide auf die 20 treffen. 1W6 plus 7. Achso, ich habe sogar alle schon eingetragen. Achso, was sind selber? Es sind 11 Achso. Plus 4 plus sind 19 und 20, dann ist der tot. Der Mann ist tot. Größe, Zustand. Die würden versuchen, den nicht zu töten. Allerdings vermute ich, dass die den mit zwei Sturmangriffen vermutlich aus Versehen töten werden. Ja, also aus Versehen mit Absicht. Aus Versehen mit Absicht tritt er ihm nochmal kurz auf den Kopf, als er an ihm vorbeigeht. Das sind die beiden. Achso, du hast noch die anderen beiden hier, ne? Ja, dieser einer würde sich weiter um den kümmern und ich nehme an, wenn Dragan sieht, dass da zwei runterkommen, macht er sich bereit. Gut, dann macht der andere den also, hier. Ja, ich würfel da auch nochmal im Angriff. Und Boltax würfelt seine Dunkelheit. Wie lange dauert das? Genau, ich verkürze einmal. Dann geht das in zwei Aktionen durch und setze sie hier hin. Also ich habe nichts gesehen, wenn du irgendwas gemacht hast. Ich habe kurz gezeigt. Achso. Genau. Wenn jemand fragt, wo die Dunkelheit ist, du hast nichts gesehen. Aber mir möchtest du vorziehen? Ja, auf jeden Fall. Nicht minus 5, sondern plus 5, aber wäre trotzdem gewesen. Ich würde mir einfach einen Rücken schießen jetzt auch mit dem vergifteten Bolzen. Mit den Großmalt, den Mars kann er. Was für ein Bolzen? Den vergifteten Bolzen. Den wir mit dem Lähmungsgift präpariert genau. haben. Ach so, okay, ja gut. Dann. Das war der Plan, hast du uns nicht zugehört? Nein, okay, ich habe meinen Spieler beim Plan. Einen Meter Abstand. Ich habe meinen Spieler beim Plan auch nicht. Ein Meter in Abstand, in den Rücken minus 5 und Entfernungsmodifikation. Ich habe eine 22, das kann ich. Also, ja, ich könnte 20 geht immer. Ja, easy. Getroffen. Gut, das war der Lähmungsbolzen. 1W6 plus 4 plus 2, wenn ich mich irre. Verschiedenes betäubt. Und, der Bolz macht dazu Schaden irgendwas, ne? 1W plus 6? Ja, das wird ihn nicht umbringen. Ja. Vielleicht fällt er jetzt runter. Ja, doch, kann sogar sehr gut sein, dass er jetzt runterfällt. Alter. In die Dunkelheit rein. Aber mir hat noch eine Aktion, der kann ihn einfach festhalten. Am Schlawittchen packen. Willst du das? Nee, ich will ihn nicht. Ich halte keinen Gift mehr da fest, ich bin nicht dämlich. Ja, dann fällt er jetzt vom Dach runter. Haushöhe. Der ist betäubt, warum hältst du den nicht fest? 3 Meter. Du weißt, wo der Rost am Körper hat. 3 bis 6 minus 3 sind sagenhafte 5 Trefferpunkte. Was glaubst du, warum du ein Prophylaktikum hast? Und während sich die Dunkelheit ausbreitet, könnt ihr sehen, wie sich Rondrigan Paligan seine Maske ein weiteres Mal vom Gesicht reißt und schreit, noch bevor ihn die Dunkelheit einhüllt. Im Namen des Markgrafen, hört auf mit dem Wahnsinn!